Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Digimon Stories Cyber Sleuth mit mir, dem Leviathan 2. Letztes Mal haben wir ein Mini-Labyrinth entdeckt, einen Schlinger verputzt und sind jetzt hier in Tower Records und müssen mysteriöse Vorfälle abklären. ひどかった？そうですか。私は嫌いじゃなかったですけど。あ、それで調査の結果はどうだったんです？閉店後の店を調べたい。わかりました。今晩またいらしてください。調査のためなら仕方ないですもん。 夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色だと、どうにも胸が高鳴る。そんなことはないかな？君のいるタワーレコードを調べてみたのだが、わずかながらデジタルウェーブを探知した。どうやらこの事件にもデジモンが関係しているようだな。CD のジャケットに書かれていたおかしな記号というのは、ひょっとするとデジ文字のことかもしれない。 とにかく、店内を注意深く調べてみたまえ。必ず何か痕跡があるはずだ。さあ、電脳探偵さん、準備はいいですか？店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。え？ 危ないからどこかへ行ってろって。私、あの曲を作った人に会ってみたいんです。だから探偵さんと一緒に探します。いいですよね？ね？ Ja, ich weiß nicht, ob sie mir da hinein folgen kann. ですか？え？なんですか？デジタルシフトって。あ、あ、あ、何？私、夢でも見てるのかな。あら、やだ。こんな夜中に人間がいるだなんて。何？ひょっとして出待ちってやつかしら？ あなたたち、あつきのファンなわけね。あつきの歌に痺れちゃってるわけね。 Na, aber hallo. Und im Labyrinth. Das Digimon hat mich hergeschleift, aber wo bin ich hier denn? Bei Tower Records bin ich wohl nicht mehr. Siobhan, die Verbindung ist endlich wieder da. Unsere Verbindung zu dir ist vor einer Weile abgerissen. Wir dachten, das liegt am Labyrinth und haben es weiter probiert. Jetzt, wo wir einen Behelf gefunden haben, sollten wir trotzdem anormaler digitalen Wellen weiter in Kontakt bleiben können. Mit etwas Glück. Egal, du warst das im Labyrinth. Erzähl mir davon. Tower Records, wie? Wer hätte gedacht, dass dort ein Weg verborgen ist? Jede Analyse ergibt das Gleiche. Das Labyrinth unter Shibuya ist eindeutig größer geworden. Dennoch ist es gar nichts im Vergleich zu dem in Shinjuku. In diesem Fall gab es nur eine logische Reaktion für das Digimon. Es hat keine Wahl, als sich mit in das Labyrinth zu zerren, und ich habe absolut keinen Zweifel, dass es ein Digimon war. Du musst es finden, und zwar schnell. Es kann nicht weit gekommen sein. Ja, dann müssen wir mal zugehen.
Mega Siegermon macht sich gut im Team. Diese Labyrinth-Theme. Und TP-Spray. Den finde ich toll. Wenigstens allen Digimon wieder leben. Hat sich ja bei Wisemon geholfen. Aber naja. Das Etimon hier sollte ja kein Problem mehr sein, eigentlich. Keine Digimon-Begegnungen. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Ja, da ist Etimon. Oh, willkommen! Du rennst auf die Seite, dann renne ich auf die Seite. Etimon scheint in die andere Richtung davon gelaufen zu sein. Ich weiß, aber dort hinten könnten vielleicht Gegenstände sein. Ja, das Spiel will nicht, dass ich mich in eine andere Richtung bewege. Aber wenn es mich immer noch für seinen Fan hält, warum rennt es denn von mir davon? Na los, versuch doch mich zu fangen. Ja, ich weiß, ich will doch nur nach Gegenständen Ausschau halten. Hier können wir nochmal Digimon wechseln. Hier drüben, hier lang. Oho, haha. Oho, haha. Oho, haha. Lähmungsheilung. Ja, sieht nach Kampf aus. Oh, hier drüben. Was, jetzt rennst du... Oh Gott. Warum habe ich es einfach durchgehen lassen? Hier drüben, hier lang. So kriegen wir ihn nie. Wir können ihn kriegen, wenn wir eben von hinten den Weg abschneiden. Hast du Ideen? Hier drüben. Ich sehe eine digitale Welle. Von hier aus sollten wir das Digimon erwischen. Ich fühle hier eine Verbindung, ein Link. Irgendwo hier ist ein Ort, wo, von wo man einen Verbindungssprung benutzen kann. Suchen wir ihn. Ach so. Also, okay. Dann Etimon hier drüben, hier lang. Hohoho, hahaha, hihihi. Hehehe, hahaha. Und wir können hier rein. Ja. Und dann hinter Etimon auftauchen. Müssen wir noch einen kleinen Weg gehen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch Bonusbelohnungen. Und Zidramon kann noch ein bisschen leveln. Ein Bosskampf auf Level 1 ist ein bisschen mühsam. Da geht's weiter. Ich gerade das, was ich will. Viele Belohnungen. Tolles Fleisch, das ist nicht die Belohnung, die ich haben wollte. Ich hab... Was hab... Er hört Kameradschaft um 10. Okay. Ja, manchmal findet man halt Freundschaft auch einfach auf dem Boden liegend. Warum nicht? Überlebt es, wenn ich es nur physisch angreife? Nein. Ich habe gedacht, Zidramon darf vielleicht mal noch was machen, aber... Ne? Die Zeit ist noch nicht gekommen für Mega Zidramon. 800 TP. Naja, dann vielleicht gegen Etimon, obwohl da wir jetzt nicht viel machen können. Aber immerhin mal seinen Spezialangriff einsetzen. Hab dich. Aber wenn er jetzt, wenn ich jetzt hinter ihm stehe, dann wäre es doch perfekt für ihn, dass er einfach nach vorne weglaufen könnte. Egal. Er steigert sich wirklich rein. Ein Hacker allein vielleicht nicht,
Aber ein Hacker mit einem Gatomon, einem Cannon Beamon und einem Mega Sidramon vielleicht. Dementsprechend mach mal Nitro-Stich. Ja, das schmerzt. Ich glaube, Mega Sidramon kommt nicht mehr zum Zug. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Also, mal ein Blitzspeer. Wird nicht viel machen, aber... Genau, wird nicht viel machen. Doch hier. Es geht dann einfach wieder mit einem Nitro-Stich. Adieu! Und Cannon Beamon führt zum Sieg. Oh, haben wir irgendwas Interessantes bekommen? Ne. Ja, und die Level sind angenehm. Die Level sind auch sehr angenehm. Ja. Ja. Ah, der Rugamon hat nicht mal ein Level gekriegt. Schade. Boah, du bist viel besser, als ich gedacht hatte. Diese Runde geht wohl an dich. Wenn du meine CDs nicht in die Regalen willst, dann ist es schon in Ordnung. Ich nehme sie wieder mit. Und ich verspreche, diesen Geheimpfad nie wieder zu benutzen, okay? Sind wir damit quitt? So, jetzt wo wir hier sind, weiß ich nicht genau, was zu tun ist. Hm. Das ist also Etamon. Sieht nicht aus wie ein böses Digimon. Es ist ein Virus mit dem Finster-Element. Ich glaube, rein vom Setup her kann es nicht viel böser werden. Aber ich gebe dir recht. Wenn Miotismon vor dir stehen würde, würde das anders aussehen. Am besten gebe ich wohl dem Klienten Bescheid. Auf zu Tower Records. あの CD もあのいたずらも全部デジモンがやったって言うんですか？いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、あちきの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうしてどうしてみんなあちきの音楽を理解してくれないの？そんなことありませんよ。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような、五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。アウチ。でもあの独創的で個性的な響きはきっといつかたくさんの人々を魅了する音楽だと私は思います。新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。これ以上微妙ないたずらをしないって約束してくれるなら、店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファン1号になりますよ。泣かせること言ってくれるじゃない。ありがとう。それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そんなんじゃありません。私はエテモンさんのあの曲、本当にいい曲だと思ってるんです。世の中にはどんな音楽だってあっていい。あの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる、そんな力があるって私は思うんです。ほほう。店の利益のことだけではなく、音楽というジャンルそのものの発展まで考えているとは
がは CD ショップの店員、音楽好きの鏡といったところだな。ノーミュージックノーライフ、音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ありがとうございました。これで安心して仕事に戻れます。絶対の品揃えを誇る音楽の殿堂タワーレコードにぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとは、なかなかに昇魂のたくましいお嬢さんだな。その露骨な昇魂、私は嫌いじゃないのね。So, ja, abgeschlossen. Er will was von mir. Test, welcher untoten Digimon-König ist aus einem Computervirus entstanden? Untoten Digimon-König. Was sind die Antworten? Peldramon, nein. Myotismon, ja, Myotismon. Ist das einem Virus entstanden? Klingt komisch, es ist einfach ein Virus. Reiko hat eine Ecke nur für Etemons CD eingerichtet. Du musst sie dir unbedingt anhören, wenn du Zeit hast. Und das war schnell. Doda, soro soro tanteigyo ni wa narete kita kana? Naruhodo, jikkan ga nai ka. Kimi ni wa kore kara ooi ni hataraite morawanakute wa komaru. Uchi no jimusho no motto wa... すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっとすみません。 Ein unfähiger Geschäftsmann. Das ist eine harte Beschreibung. 新聞の勧誘ならうちは間に合っている。 Ouch. いや、そうじゃなくてですね。消火器もネット回線もありがたい壺も、うちにはもうすべからく揃っている。悪いが他を。ここ探偵事務所ですよね。だから電脳探偵事務所ですよね。実は依頼したい仕事があって。Der Augenblick, in dem ja klar wird, wie sie mit dem Kunden umgegangen ist. Yokoso, Shinrai und Jisseki no Kuremi Tantei Jimusho e. Go irai naiyou o douzo. Kapitel 7. Lockruf der Demons. Zumari. Hacker から Digimon Capture を購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。Digimon Capture、安価にてお譲りします。本当。最低です。最低な行為です。人のマニア心につけ込むなんて。マニア心ですか。そうです。マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を冒してもどんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とかいくつでも手に入れて大切に大切にめでていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐってあんなことするなんて許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり
奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれと、そういうことですね。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。Hey, jetzt ist so ein lausiger Geschäftsmann, ist mir gerade aufgefallen. ご依頼受けたまわりました。そのマニア心に報いるよう全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。聞き込みを頼む。私はその間にデジモンメダルについて調べておくことにするよ。あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。Nachrichten. Wow, das stimmt. Die Antwort ist mir halt so einfach. Ja, der war zu oberst. Die richtigen Sinne. Das ist noch nicht zu oberst. Das ist zu oberst. Genau, hier. Diese Medaille kann ich nicht kaufen. Sie ist ziemlich selten. Du solltest sie behalten. No Lune Emile 4. Da gibt es einen Medaillenverkäufer. Vielleicht weiß er etwas darüber. Okay, No Lune Ebene 4. The Promised Land. Ja, Level 4. Ist, wenn ich mich richtig entsinne, kann ich das noch nicht einsetzen, weil Hacking Mauerspalt 4. Mindestens 4 Digimon auf der Ultrastufe. Ja, ich stehe bei 2. Drugamon wird bald. Schauen wir mal schnell, wie weit wir sind beim. Vielleicht kommt jetzt die große Formfolge. Digitation, also Dorugamon braucht noch ein bisschen. Ich könnte, aber das will ich hier nicht. Ich will das hier. Also können wir das mal vergessen. Ein Kylomon, sobald es 110 Verteidigung hat, können wir. Und hier ist Level 28 und noch einiges vonnöten. Gatomon ist einfach Level 30. Ja, vielleicht. Vielleicht. Cubimon noch nicht. Geckomon auch noch nicht. Die sind dann allzu niedrig. Und das ist. Growlmon ist Level 17. Elecmon kann sich entwickeln. Bin nichts Gescheites. Wenn ich eh nichts Gescheites entwickeln kannst, dann entwickle dich halt zu Kacke. Jetzt motzt er sich auch nicht mehr rum wegen dem, ich will richtig ins Team. Stück Dreck. Auch nichts. Drepamon braucht auch noch ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Sieht das, es dürfte ich ein bisschen digitieren. Poro und Tentamon habe ich 100%. Bringt mir noch nicht viel. Ja. Muss ich wohl noch ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg hinein, aber. Ach genau, was ich noch schauen wollte, ist, wie weit ist denn. Beteiligung 102, aber er kriegt pro Level wahrscheinlich ein paar mehr als die anderen. Dann ist das okay. Hier ist es noch so weit und dann
110. Nur noch 3. Ja, müssen wir dann halt ein bisschen trainieren gehen. Ich würde aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Gehen wir lieber zum Fernseher rüber. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.